Wenn ein Stern vom Himmel fällt. Ein Hörspiel von Konrad Haas. Es war einmal eine Schulklasse. Und nun sitzen die Kinder im Zug auf dem Weg ins Schullandheim. Sie fahren nicht allein, sondern mit ihrer Parallelklasse. Es ist schon Abend. Gleich ist das Ziel erreicht. Der Bahnhof Himmelblau Nord. Deine Mädchen, finde ich schön. Ich träum am liebsten vor mich hin. Ich weiß nie, wer ich bin. Ich hab oft Angst, weiß nicht woher. Ich fühl mich innen oft zu leer. Ich hab ne Freundin, die heißt Kim. Ich find mich viel zu dünn. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren Zielbahnhof Himmelblau Nord, der Zug endet dort. Sie haben Anschluss nach Dunkelrot über Abendrot auf Gleis 7. Erscheint die Sonne, dann blinken Sterne, der Wagen fährt und ich fahre mit der Nacht entgegen. Der Zug hält. Alle steigen aus. Paul muss mal, er traut sich aber nicht zu fragen. Paulchen stottert nämlich. Als sein Freund Murat für ihn nach der Toilette fragt, reagieren die Lehrer genervt. Und Rainer, Pickel und Farin aus der Parallelklasse verspotten Paul auch noch. Ha, 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 Paulchen stottert. Pa, 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 Paulchen stottert. Warum? Ha, 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 Paulchen stottert und stottert und stottert und stottert und stottert und stottert. Kim, das hübscheste Mädchen der Klasse, stellt sich den Spöttern in den Weg. Sie verteidigt Paul. Dem ist das peinlich, aber er bedankt sich und freut sich leise. Plötzlich sieht Kim eine Sternschnuppe vom Himmel fallen. Sie sagt, oh, wer so eine Sternschnuppe findet, hat 3 Wünsche frei. Das weiß ich von meiner Oma. Im Schullandheim angekommen, gehen alle in die Schlafsäle. Die Kinder sind müde. Es ist Vollmond. In der Nacht wacht Paul auf. Ihm wurde eine Twitter-Botschaft zugestellt und er ist sehr aufgeregt. Paul weckt Mirko, der erst sauer ist. Dann merkt er, dass Paul stottert und weckt Murat. Murat bittet Mirko, auf seiner Gitarre zu spielen. Denn nur wenn Paul singt, kann er flüssig erzählen. Ich hab ne Nachricht aus der anderen Welt. Sie wurde mir per Twitter zugestellt. Sie ist geheim, wir müssen leise sein. Was hier passiert, darf niemand wissen, nur wir drei. Die Jungs sehen im Handy-Display 3 echte Sternenfeen, die ein bisschen wie Kim, Lisa und Rabia aussehen. Wenn ein Stern vom Himmel fällt, in und ruht.
dann es werde. Da steht noch mehr in der Elektropost. Wir sollen Süden, Norden, Westen, Ost. Auf Suche gehen, bis wir dann beiden fern. Das Sternchen sehen wir, müssen sofort, jetzt und los. Paul, Mirko und Murat beschließen nach einigem Hin und Her, sofort loszuziehen, um den Stern zu suchen. Das Handy muss auch mit, vielleicht kommen ja noch weitere Botschaften. Allerdings ist der Akku fast leer. Die drei legen ihre Hände übereinander und leisten einen Schwur. Wir suchen, was wir finden werden, fernes Sternreich. Wir ziehen los und immer weiter, gehen sofort und gleich. Beim Kochtopf meiner Mutter, bei Papas großem Zeh. Wir teilen unser Futter, bei Regen, Blitz und Schnee. Wir sind drei Musketiere, wären's gern, wenn wir's nicht wären. Schwören, dass wir suchen werden, als Ritter diesen Stern. Ein heftiger Windstoß öffnet das Fenster. Das Licht geht aus. Da schauen drei Pferdeköpfe, ein Rappe, ein Schimmel und ein Rotfuchs ins Zimmer. Dann fliegen drei Ritterrüstungen, drei Schwerter und drei Goldbeutel in den Schlafraum. Die Jungs schnappen sich die Ausrüstung und schleichen nach draußen, um sich auf die Suche nach dem Stern zu begeben. Auf der Mädchenseite regt sich auch etwas. Lisa wacht auf. Sie hat irgendwas gehört. Kim wiegelt ab. Rabia schaut aus dem Fenster. Sie sieht nur den Vollmond, sonst nichts. Die drei Reiter sind ja längst schon über alle Berge. Stella schreckt auf, lässt sich von den anderen beruhigen. Endlich schlafen alle wieder. Da wird ein Wald sichtbar mit vielen Tieren. Die Pflanzen und die Tiere erzählen ihren Traum. Wumbada, 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 hey, wumbada. Gibt es nur auf der Erde, nicht mal auf ferne Kometen. Wir sind aus vielen Bäumen gemacht, kleiner Baum, großer Baum. Und wenn am Morgen die Sonne erwacht, erzählen wir unseren Traum. Kleines Reh, großes Reh, ich wohne auch hier im Wald. Man muss als Reh sein und zählt, sonst macht der Jäger dich krank. Bumbada, 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 hey! Kleiner Pilz, großer Pilz, wir stehen friedlich im Kreis. Doch wem ist Glück, dass er uns glückt, findet auf Gift in der Spur. Bumbada, 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 hey! Kleiner Stein, großer Stein, auf meinem Rücken wächst Moos. Ich mach euch Palmen zu, wenn ich klein, und sperr den Weg, wenn ich groß. Bumbada, 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 hey! Kleine Maus, große Maus, oben am Himmel der Tod. Unten der Fuchs, hinter mir her, wer gibt mir Käse und Brot? Bumbada, 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 hey! Kleiner Farn, großer Farn, fächle euch kühl. Das Reh. Ich trag mein Häuschen immer bei mir, oft tut das Laufen mir weh. Bumbada, 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 hey! Kleine A, große Mais, wohnen im Ameisenhaufen. Unsere Königin passt gut auf, dass wir nicht nur fressen, nur trinken. Bumbada, 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 hey! Kleiner Fuchs, großer Fuchs, wir Jäger sind nicht beliebt.
uns nur auf der Erde. Nicht mal auf Erden komm ich hin. Wir sind aus vielen Bäumen gemacht. Kleiner Baum, großer Baum. Und wenn am Morgen die Sonne erwacht, erzählen wir unseren Traum. Während der Wald erzählt, reiten drei prächtige Ritter mit ihren Pferden auf die Lichtung. Es sind Ritter Paul mit seinem Schimmel, Ritter Murat mit seinem Rotfuchs und Ritter Mirko mit seinem Rappen. Alle drei haben ein Schwert und einen Beutel Gold am Gürtel hängen. Stolz und froh fechten sie ein bisschen zum Spaß mit ihren Schwertern. Da bocken die Pferdchen plötzlich, werfen die Reiter ab und beschweren sich. Natürlich zum großen Erstaunen der edlen Ritter. Die Klage hat es allerdings in sich. Wir haben die Schnauze voll. Ihr findet euch so toll, weil wir euch immer tragen. Braucht ihr euch nicht zu plagen. Ihr seid die Herren, die Ritter von Welt. Wir sind die Diener, die Knechte. Für Ritter Paul kann die Pferde gut verstehen. Auch Murat fühlt mit ihnen. Nur Ritter Mirko ist empört und versteht die Welt nicht mehr. Der Wald ist gespannt, wie der Streit ausgeht. Sie sind die Pferde, wir sind die Ritter. Für uns ist das gut, für sie ist das bitter. Ich weiß nicht, wer hat die Welt so gemacht. Doch hat er sich dabei etwas gedacht? Ich weiß schon, dass du so denkst. Du denkst immer nur an dich. Hauptsache, du kannst reiten, auch wenn die Pferde leiden. Das Universum, da wolltest du. Das Kleine, das Große, das Schwache. Das Starke, das Gute, das Böse. Alles erwacht und fragt sich nun, was kann. Die Ritter, so ist es nun mal. Wir müssen das so akzeptieren. Pferd bleibt Pferd, soll nicht so viel fragen. Soll einfach nur den Ritter mal tragen. Wer hat uns zum Ritter gemacht? Du oder ich oder er oder wer? Sein Leben ist Kampf, der Gaul in der Schlacht. Was die Pferde wollen, bin ich nur. Nun, Ritter Mirko lässt sich überreden.
Die drei Ritter wuchten tatsächlich die Pferde auf ihren Rücken. Die Pferdchen freuen sich. Der Wald lobt die Ritter. Ritter Paul zeigt den Weg. Erst durch die Schlucht, dann hoch über die Wolken. Dort oben muss es sein, Sternchens Sternenschloss. Auch der Wald kommt mit. Er will die Ritter auf keinen Fall allein lassen. Hoch oben in Sternchens Sternenschloss bereitet Sternenfee Kim das Mittagessen. Sie macht sich Sorgen. Waldi, der kleine Schlossdrache, ist noch nicht von seinem Spazierflug zurück. Sie ruft nach den Sternenfeen Lisa und Rabia. Die beiden wissen auch nicht, wo Waldi steckt. Da plötzlich scheppert, furzt und stinkt es. Waldi ist zurück. Er will was erzählen, doch niemand außer Sternchen mag ihm glauben. Das macht ihn traurig. Er ist weit, sehr weit geflogen, über Berg und über Tal. Und jetzt kommt er heim und ihr seid gemein, weil die ist sehr traurig, kann sehr traurig sein. Er hat einen Bauch und der Bauch ist leer. Und jetzt kommt er heim und ihr seid gemein, weil die ist sehr traurig, kann sehr traurig sein. Er will was erzählen, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt er heim und ihr seid gemein, weil die ist sehr traurig, kann sehr traurig sein. Er ist weit, sehr weit geflogen, über Berg und über Tal. Und jetzt kommt er heim und ihr seid gemein, weil die ist sehr traurig, kann sehr traurig sein. Jetzt werden auch die Sternenfeen neugierig. Sie wollen hören, was Waldi erlebt hat. Na gut, wenn sie unbedingt wollen. Waldi erzählt sein Abenteuer. Er ist rumgeflogen. Dann ist er gelandet. Wollte ein bisschen ausruhen. Ist dann eingeschlafen. Ist dann hochgeschreckt. Er hat was gehört. Sich dann schnell versteckt. Wer hat ihn gestört? Wer? Schlucht. Oh! Hat er was gesehen? Was? Drei sehr edle Ritter. Ui! Durch die Wälder ziehen. Oh! Mussten sich tief bücken. Wie? Denn auf ihrem Rücken. Was? Pferde. Hä? Über unsere Erde. Nee. Den Feen Lisa und Rabia fällt es nicht leicht, Waldi zu glauben. Was sind das für Ritter, die ihre Pferde auf dem Rücken tragen? Aber Sternchen und Kim sind begeistert, denn sie wissen, das müssen die Ritter sein, die auf der Suche nach Sternchen sind, um sich ihre Wünsche erfüllen zu lassen.
Kim sowie Sternchen erzählen den beiden, was sich vor langer Zeit zugetragen hat. Vor 10.000 Jahren, da waren wir keine Feen. Ganz normale Mädchen, die in die Schule gehen. Morgens aus dem Bett, der Weg war ziemlich weit. Stundenlang da sitzen und manchmal Strafarbeit. Was, das muss ja grausam sein, das ist nicht normal. Schon Leser und du Rabia. Das war euer Schicksal, ob ihr wolltet oder nicht. Hier nun seid ihr Feen unterm Sternenlicht. Lassen sich die Ritter nur vom Herzen führen, werden sie an unserem Tor bald die Glocke rühren. Lisa und Rabia sind tief beeindruckt. Ja, wenn die Ritter kommen, soll es sauber und gemütlich sein. Also los, aufräumen, putzen, kehren. Sternenfee Kim befiehlt, was zu tun ist. Rabia findet dieses Herumkommandieren unerträglich. Sie beschließt, abzuhauen, wegzufliegen, egal wohin. Lisa ist darüber sehr, sehr traurig. Fliegst du einfach weg von mir, lässt mich allein zurück. Und ich stehe einsam hier und du, du suchst dein eigenes Glück. Seit 10.000 Jahren sind wir Schwestern, gestritten und getanzt bis gestern. Doch jetzt reißt du das Band, haust ab ins andere Land. Ich allein mit Waldi und Kim, das ist doch schlimm. Seit 10.000 Jahren sind wir Schwestern, gestritten und getanzt bis gestern. Doch jetzt endlich vorbei mit dem Waldi-Baby-Geschrei und Kim als Boss in diesem Verhängnis. Rabia, bitte komm zurück. Ich sehne mich so sehr nach dem Glück mit dir. Bitte komm zurück, bitte komm zurück, zurück, zurück zu mir.